und herzlich willkommen hier auf Microasset TV. Ich bin Sabio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr einschaltet zu einer neuen Folge. Ein Zuschauer namens Stockbrot hat mal gesagt, wir sollen mal Lotus mit Nebel spielen. Und ihr seht's, es ist total neblig. Wir haben eine Sichtweite von ganzen 10 Meter. Und sollen das Ganze mal testen, sollen mal so ein bisschen rumcruisen und sollen mal auch mal gucken, wie das Ganze mit der Fahrphysik so sich verhält. Und ja, genau das wollen wir jetzt hier in diesem Part mal machen, um einfach mal zu schauen. Ich versuche ja wirklich alles auszureizen, was man hier ausreizen kann aus Lotus. Also wenn ihr da noch ein paar Tipps habt, dann schmeißt die in die Kommentare. Vielleicht habe ich ja noch was vergessen zu zeigen und deswegen könnt ihr mir da so ein bisschen helfen. Aber ich werde es natürlich tun, denn ich will mal schauen, wie fährt sich denn so im Nebel. Deswegen, wir steigen mal ein und ihr seht, ne, wir haben eine Sichtweite von ganzen 10 Metern. Ihr müsst so ein bisschen euch vorstellen, das ist so Morgennebel, ja. Es ist morgens um 7, ja, das ist der Morgentau, der gerade so hochzieht und so. Geil. Und das wollen wir uns jetzt so dementsprechend mal anschauen. Deswegen, wir rüsten natürlich erstmal wieder hier alles auf. Deswegen, Schlüssel rein, zack. Und ziehen wir das mal hier. Ne. Kennt der ja schon mittlerweile die ganze Prozedur und ja, bin ich gespannt. Ich muss mal ganz kurz den Ton mal leiser machen, weil der viel zu laut ist. Ihr hört mich wahrscheinlich gar nicht. So, das sollte alles gewesen sein. Aber es ist immer noch sehr laut. Ich mache das noch mal ein bisschen leiser. So, vielleicht haut es jetzt ein bisschen besser hin. So, wir machen das mit der Innenbeleuchtung an. Die brauchen... So. Ja. Oh, neblig. Geil. Das sieht jetzt schon voll nice aus, wenn ich das mal so sagen darf. So, wir werden mal gucken, dass wir heute mal andersrum fahren. Nicht immer rechts rum jetzt, sondern andersrum fahren. Mal schauen, ob wir das hinbekommen. Wir werden dann auch mal eine Zwangsbremsung mal durchführen. Und das Ganze. Ne. Und wollen wir uns das mal anschauen. Auch habe ich hier mal so ein bisschen mal getestet. Ich habe hier mal ein bisschen übertrieben und bin hier einfach... Oh, das sieht so hübsch aus. Wirklich. Guckt euch das an. Das mit der ganzen Sonne und so. Absolut gigantisch. Oh, warte mal. Schön aus dem. Man sieht einfach gar nichts. Man sieht einfach gar nichts in dem Nebel. Sie können hier eine Sichtweite einstellen von 10 Meter Minimum und glaube 10.000 Meter Maximum. Ja, das ist dann natürlich dann super klar für alles. Ne? Und ja, das sind so die Sachen, die wir jetzt hier zum Beispiel einstellen. Also ich glaube, die 10.000 Meter, glaube, die sind Standard, denn halt, die sieht man halt immer so und alles was, ne? Ja. Boah, guck mal. Ich hab den Schubregler voll hochgeknallt. Drehen die Räder durch. Das ist ja geil. Warte mal, das probieren wir nochmal. So, okay. Das war die Schienenbremse, die angegangen ist. Alles klar. So, passt mal auf. Hier übrigens, ne, die Neuerung des letzten Patches. Wir haben Ampeln mit dabei jetzt. Also man kann sie jetzt wohl auch im Editor verbauen. Ja. So, ich hau mal jetzt hier den Regler auf Maximum. Seht ihr das? Wenn ich jetzt langsam Gas gebe, dann ist natürlich alles gut, ne? Aber wenn ich von jetzt auf gleich jetzt auf maximal... Die drehen durch, ne? So, jetzt gucken wir uns das mal von außen an, ob man da irgendwas sieht. Deswegen. Ja.
Aber Partikeleffekte sieht man nicht, ne? Ich glaube, ich habe ein Video von Captain Unbrauchbar gesehen. Da hat er die Partikeleffekte vorgestellt oder gezeigt im Video. Und das sieht so hammer aus, das Bild, Alter. Heftig. Hat das so mal so gezeigt, wie das mit den Partikeln und wenn der Sand praktisch runterfällt, ja, wie die ganzen Partikel denn. Das sah schon ziemlich sehr, sehr beeindruckend aus. Aber nun gut, so. Wie gesagt, wenn wir ganz normal fahren. Oh Gott. Das war jetzt natürlich falsch. Oh Gott. Ja, sowas passiert auch. Shit. Okay, also das ist natürlich nicht ganz korrekt. Okay, irgendwie muss ich die Weiche falsch gestellt haben. Wahrscheinlich, weil ich drauf stand oder sowas. Und die gestellt habe. Naja, gut. Laden wir uns mal neu rein. Zum Hauptmenü. Und hier könnt ihr zum Beispiel die Sichtweite einstellen. Also das funktioniert schon. Ihr könnt halt den Regen noch nicht aktivieren. Das ist noch nicht drin. Starten wir uns nochmal rein. Aber das ist natürlich cool, ja, dass die Traktion halt dementsprechend nachlässt bei so einer Sichtweite. Also mit dem Morgennebel und alles was. Finde ich schon ziemlich nice. So, hoch damit. Der wird so geil. So. Ich weiß nicht, wie ich das anders wirklich beschreiben soll. Es gibt natürlich immer noch die wirklich sagen so, Lotus wird es nicht weit bringen und alles sowas, ne? Aber ist ja klar, ne? Es gibt halt immer so diejenigen, die halt an bestimmten Sachen was zu nörgeln haben. Ich kann auch wirklich alle verstehen, die jetzt sagen so, ich halte mich von der Early Access noch fern, ich warte bis Full Release. Leute, wenn ich eins nicht wollte, ist, dass ich euch jetzt so unbedingt jetzt Lotus aufquatschen wollte. Für mich ist, wie gesagt, hat für mich Omsi das ist, Omsi ist für mich so eine Art magische Liebe, die ich habe mit Omsi, ja. Ich finde halt, dass für mich Omsi eines der wohl besten Simulatoren sind, die man jemals kaufen kann. Ja, also die man bis dato jetzt kaufen kann. Lass nochmal den Eurotruck-Simulator jetzt dahingestellt. Lassen wir mal jetzt den X-Plane 11 dahingestellt. Ja? Das sind auch alles wundervolle Simulatoren. Keine Frage. Aber ich kann mich halt mit diesen Simulatoren nicht identifizieren. Ich kann mich halt mit Omsi kann ich mich super identifizieren. Weil das ist halt so ein Beruf, den ich auch wirklich gerne machen würde wollen, wenn ich es halt könnte. Genauso jetzt wie ich hier Straßenbahn. Wenn ich es könnte, würde ich es sofort machen. Ich würde sofort meinen Job am Nagel hängen und würde sagen, Alter, ich bin weg. Ich mache jetzt meinen absoluten Traumberuf war. Ja? Und deswegen sind für mich so Omsi, es ist die Simulation überhaupt. Es gibt für mich einfach nichts anderes. Ja? Also das ist, ich würde sofort, wie gesagt, ich arbeite jetzt 11 Jahre in einem Betrieb. Ja? Also es ist nicht so, dass ich jetzt so rumspringe oder sowas. Also seit 11 Jahren jetzt schon. Und wenn ich die Möglichkeit irgendwie mal bekommen würde, würde ich sofort sagen, tschüss. Jetzt möchte ich entweder Straßenbahn oder Bus fahren. Ja, das ist halt, anders kann man es halt nicht sagen. Und deswegen, ich möchte euch jetzt hier um Gottes Willen, jetzt kein Produkt jetzt hier aufquatschen, ja, wo jetzt einfach noch nicht viel ist. Wenn es darum geht, würde ich sagen, Leute, wartet lieber noch. Es ist halt kein Content da. Es ist kein Content da. Und man muss jetzt erstmal schauen, wohin die Reise mit Omsi, sage ich schon, mit Lotus geht. Und dann kann man ja immer noch entscheiden, ob man sich Lotus kauft oder nicht. Jetzt zum aktuellen Standpunkt würde ich sagen, nein. Wenn ihr aber nicht abwarten könnt und ihr gerne mal Lotus selbst testen wollt, dann müsst ihr euch das kaufen, natürlich.
Ja, und dann erlebt ihr halt diese ganze Entwicklung halt mit. Aber so aufquatschen möchte ich das jetzt gar nicht. Weil, wie gesagt, dafür ist es einfach noch zu wenig Content. Da kann ich jeden verstehen, der jetzt sagt, 40 Euro sind zu teuer. Natürlich sind 40 Euro dafür jetzt hier zu teuer. Selbstverständlich. Da brauchen wir nicht drüber zu reden. Ja, das. Geil. Das mit der Schienenbremse, das ist super. wie gesagt, da brauche ich nicht lange drüber reden. Selbstverständlich sind 40 Euro für diesen Content, den wir jetzt aktuell geboten bekommen, zu teuer. Aber wie gesagt, für Leute, die halt wirklich da Interesse dran haben, die freuen sich natürlich, denn dass es halt irgendwas in der Richtung kommt, wo ich dann sage so, der kommt jetzt, Lotus kommt. Also man muss Lotus so langsam, aber sich jetzt auf dem Schirm behalten. Und ich lese mir auch wirklich alle Kommentare durch, die ihr schreibt, auch wenn ich jetzt halt nicht immer unter jedem Kommentar jetzt so irgendwie jetzt eine Antwort drunter schreibe oder sowas, ja. Ich finde das halt immer manchmal so ein bisschen unpersönlich, deswegen, ne, finde ich halt immer schön, trotzdem Kommentare zu lesen. Das, wie gesagt, das hat wirklich nichts damit zu tun, dass ich jetzt hier sage, so, um Gottes Willen, ich bin mir jetzt zu fein, darüber jetzt zu berichten oder sowas. Zum Beispiel, wie gesagt, Stockbrot, also der Dark Mark, schrieb auf jeden Fall, du musst mal bei Nebel fahren, das Fahrverhalten ist so geil. Genau, wenn ich sowas jetzt sehe, Leute, was soll ich dazu sagen? Das ist Hammer! Ne? Also, brauchen wir nicht drüber zu reden, ja, dass das jetzt hier schon drin ist. Deswegen verstehe ich nicht, warum das Steuerpult hinten nicht funktioniert. Also, wenn man an sowas schon denkt. Hier zum Beispiel der Daniel geschrieben. Endlich, ich habe den Lotus-Simulator runtergeladen mit dem Wissen, dass es noch nicht viel gibt. Aber ich habe erst im Nachhinein vom Map-Editor gehört und habe mich dann totgesucht. Super Video. Das ist das, soweit ich weiß, erste Video, wo gezeigt wird, wie man auf den Editor kommt. Hätte ich vielleicht schon vorher wissen können. Aber erst mit dem Lotus habe ich den Spaß am Bauen gefunden. Ja, das sind dann so Kommentare, die ich dann wirklich, wirklich gerne lese. Denn ja, wenn es dann wohl den einen oder anderen gibt, der das halt auch gut findet, ja. Zum Beispiel der Boost-Fan schrieb zum Beispiel, ich kaufe es nicht, das ist zu teuer, ich will keine 39,95 bezahlen für Lotus. Der Noob-Gamer schrieb dann hast du es wohl als Fahrer für den öffentlichen Nahverkehr dann hast du es wohl als Fahrer für den öffentlichen Nahverkehr zu stehen? Das war es nicht. Was haben wir hier noch? Der Michael schrieb zum Beispiel, Hi Bio, ich glaube, wenn man auch in OMSI 2 einen Virtual Reality Modus einbauen würde, dann würde es wahrscheinlich unspielbar sein, da ja OMSI so schon eine nicht die beste Performance hat und auch keine 64-Bit unterstützt, das ist wohl wahr. Zum Beispiel Foxy HD schrieb, man muss noch dazu sagen, dass die DRAM nur zu 90% fertig ist. Ja, also das, was wir ja hier sehen, ist ja noch nicht 100%. Das ist ja, wie gesagt, Steuerpult hinten funktioniert halt dementsprechend ja noch nicht und alles sowas. Ne? Also das ist halt, sie ist halt auch noch nicht fertig. Ne? Also da kommt natürlich immer noch neuer Content dazu. Der Mine7Cede schrieb, ich liebe deine Videos. Super, vielen, vielen Dank dafür. Zum Beispiel der Bastian schrieb, hey, ich kaufe mir das ja erst wohl, wenn es mehr gibt, aber sieht schon sehr toll aus. Der Alex schrieb zum Beispiel, würde das sehr gerne den Game im EA kaufen, um die Entwickler zu unterstützen, aber leider mangelt das an Geld bei mir. Wie gesagt, 40 Euro ist nicht gerade wenig. Und wie gesagt, da brauchen wir uns nicht lange drüber zu unterhalten. Das ist halt eine wirklich Latte an Geld. Und deswegen, mir war es halt jetzt wirklich nicht wichtig, dass ich euch jetzt hier OMSI voll quatsche oder unbedingt aufzwinge, sondern ich selbst jetzt von meiner Meinung her bin ich jetzt schon so stolz auf das, was die jetzt schon hier gemacht haben, dass ich mich freue auf die weitere Reise mit Lotus. Wir hatten jetzt den BBS wieder gestreamt und ich denke mir so, boah, die Performance, Leute, die Performance.
So, man kauft nicht alle Schienenfahrzeuge, sondern nur die Möglichkeit, Schienenfahrzeuge auf Lotus fahren zu lassen. Einige Schienenfahrzeuge werden mitgeliefert, viele andere werden später teuer bezahlt werden müssen. Falschinformationen von dir. Das hatte ich in dem Fazitvideo aber nochmal besprochen habe, dass es dann später DLCs geben wird und alles sowas. Also ihr kauft halt wirklich tatsächlich nur das Modul, ja, die Schienenfahrzeuge, das Modul. Bekommt halt die Straßenbahn jetzt hier, die GT6N, und das war's dann halt an den Content. Alles andere wird entweder Freeware-Content sein, den ihr runterladen müsst, oder dementsprechend noch kaufen müsst. So, dann haben wir hier von den Bochum-Videos. Ich freue mich auch mega. Also, wenn ich das so weitermache, dann Prost, Mahlzeit. Habe es mir auch vor 2 Tagen gefolgt, bin bisher mega zufrieden. Naja, es gibt eine Sache, aber das liegt nicht an Lotus, das ist mein Rechner. Was mit denen hat er ein paar Probleme. Und auch nochmal, der Michael schrieb nochmal: Hey Bio, so wie ich erfahren habe, läuft Lotus zurzeit noch in 32-Bit und die 64-Bit-Unterstützung soll später folgen. Mir reicht erstmal das Rails-Modul, da ja auch U-Bahn und S-Bahn kommen soll. Darauf freue ich mich schon besonders. Ich werde aber nicht an der Early Access teilnehmen, kaufe mir Lotus erst, wenn es Final ist. Ja, das sind soweit die Kommentare auf jeden Fall, die jetzt, es gab noch viele mehr, ich habe jetzt da nur mal ein paar rausgepickt, aber ja, also wie gesagt, ich will euch hier wirklich kein Produkt jetzt hier aufquatschen oder sowas, um Gottes Willen. Also da habe ich ja nun gar kein Interesse, aber ich kann euch halt nur meine Meinung hier kundtun und kann sagen, was ich jetzt aktuell von Lotus so halte und wie man es wahrscheinlich so in den letzten Videos rausgehört hat, ja. Glaube ich, dass jeder verstanden hat, dass ich mich richtig freue auf weitere Sachen hier in Lotus. Ich meine, das sieht gerade jetzt nicht so schön aus, wie die Sonne jetzt hier ihren Kegel hier wirft. Ja, das ist natürlich jetzt nicht ganz so hübsch gelöst, aber komm, das ist Early Access, Leute. Das ist halt Early Access. Und freue mich halt dementsprechend darauf, was wir hier später noch zu sehen bekommen. Aber das funktioniert, die Notbremse, ja, da steht der Zug sofort. Ja, wie gesagt, das kann ich euch nur, ne, ich kann es euch halt nur so zeigen und ich freue mich halt immer, wenn ich hier neue Videos von Lotus aufnehmen kann. Die erste Modkarte ist auch schon draußen, die nennt sich irgendwie Wien 23, die fährt einfach nur im Kreis. Habe ich erst überlegt gehabt, ob ich euch das zeigen soll, aber ich glaube, ja. Warum sollte ich euch das zeigen? Wenn wir halt dann nur im Kreis fahren, das ist noch weniger Content als das, was wir hier haben. Okay, das ist einfach, da gibt es keine Weichen, ne, oder sowas. Gibt es halt alles einfach nicht. Und von daher glaube ich halt nicht, dass ich euch das zeigen muss. Ne. Aber nicht, dass ihr, wie gesagt, jetzt mich falsch versteht oder sowas. Also ich versuche es euch nicht aufzuquatschen. Ich versuche euch nur so meine Meinung mitzuteilen, was ich jetzt aktuell so von Lotus halte. Und wie gesagt, wenn die genauso weitermachen wie jetzt, wird Lotus einfach wundervoll in meinen Augen. Wie gesagt, das kann jetzt jeder für sich natürlich entscheiden. Vielleicht interessiert den einen oder anderen die Straßenbahn nicht. Vielleicht interessiert den einen oder anderen den Bus nicht. Oder ich weiß es doch auch nicht. Aber wie gesagt, so von meiner Sicht her kann ich halt nur sagen, dass ich total überzeugt bin von Lotus. Und wie gesagt, wenn ihr mir nicht glaubt, schaut in den vergangenen Wochen und Monaten, schaut euch meine Let's Plays bei OMSI an. Da fiel die Frage oft, was ich denn von Lotus halte. Und so wie ich mich da ausgelassen habe, kann ich halt zu Recht sagen, dass ich halt wirklich ein Gegner war von Lotus, weil es halt nie real war. Und ich jetzt halt die Möglichkeit hatte, Lotus halt dem im Sinne anzuspielen. Und ich sagen muss, ich finde es absolut fantastisch. Aber naja, das ist halt wirklich Geschmackssache auch, okay? Aber wie gesagt, 40 Euro definitiv zu teuer für den aktuellen Content. Naja, wartet da wirklich lieber ab, wenn euch das Geld in dem Sinne jetzt zu schade ist, um Gottes Willen. Wartet einfach ab. Irgendwann 2019, glaube ich, war Release gewesen, wenn ich jetzt richtig informiert bin. Aber auch das ist halt auch immer so eine Sache. Dann wartet ab, bis es richtig da ist. Und dann funktioniert auch alles. Dann funktioniert das Steuerpult hinten. Ja, also hier hinten das Ding. Dass wir das hier auch vollständig benutzen können. Ja, dann funktioniert hier auch der Routenplan. Wir haben KI-Fahrzeuge drin. Wir haben Passanten drin. Das IBIS-System funktioniert. Wir können uns hier eine Route aussuchen. Und. Dann funktioniert das natürlich alles. Aber wie gesagt, für mich war jetzt halt wichtig, ich wollte jetzt endlich mal Lotus testen. Deswegen habe ich mir diese 40 Euro gegönnt. Ja. Sagen wir mal, es ist ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk gewesen von mir selbst.
Und wollte das unbedingt halt testen und freue mich jetzt halt auf die komplette Weiterentwicklung von Lotus. Wir werden euch natürlich hier immer weiter auf dem Laufenden halten. Selbstverständlich, Leute. Ja, also wenn ihr mehr von Lotus sehen wollt, dann ja, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, oder vergesst uns einfach nicht und schaut einfach mal alle paar Wochen mal vorbei hier auf den Kanal. Dann werdet ihr vielleicht da ein bisschen mehr sehen. Und schaut einfach mal vorbei. Vielleicht gibt es da wieder neue Videos. Das Problem ist, mir geht so langsam der Content aus. Ich kann euch jetzt, also ich meine, ich habe das schon wirklich, wirklich gezogen, jetzt alles hier, um hier alles zu zeigen hier in Lotus. Aus das bisschen, was wir jetzt gehabt haben, habe ich doch eine ganze Menge eigentlich zusammengesammelt, um euch hier so Content zu zeigen, viel Content zu zeigen. Aber jetzt, wie gesagt, jetzt sind wir so langsam an den Punkt gekommen, wo wir jetzt so das Early Access Ende erreicht haben, jetzt so von dem, was wir jetzt erstmal aktuell haben. Jetzt müssen wir natürlich auf neuen Content warten. Dementsprechend, seid nicht traurig, wenn es jetzt die nächsten Tage wohl jetzt erstmal keine Videos gibt, wenn jetzt nicht zufällig doch noch ein Update rauskommt, wo eine komplett neue Strecken-Dings da drin ist. Wir werden uns aber spätestens erstmal dann wiedersehen, wie gesagt, wenn es ein neues Update gibt oder aber wenn es mal eine richtig, vielleicht schon eine ansatzweise brauchbare Modkarte gibt, dann werden wir uns die natürlich dementsprechend halt auch schon anschauen. Aber auch da könnt ihr halt nicht allzu viel erwarten, denn es gibt halt einfach kaum Objekte, die man jetzt halt auf einer Karte verbauen kann. Und ob denn da jemand da irgendwie schon was Brauchbares denn hinbaut, das muss man natürlich dementsprechend halt auch nochmal abwarten. Und ja, dann lassen wir uns natürlich überraschen, was Lotus uns denn noch so zu bieten hat. Hiermit verabschiede ich mich erstmal. Wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr Bescheid, könnt ihr mir ein kleines Dankeschön da lassen. Und sonst sehen wir uns dann hoffentlich irgendwann mal zum nächsten Part hier zu Lotus wieder. Ich würde mich persönlich richtig freuen, euch hier wieder begrüßen zu dürfen. Und